aufgrund der sehr, sehr hohen Nachfrage haben wir sie nochmal hier. Die Lieblingsmodelle, wenn es um guten Klang geht. Und damit meine ich wirklich richtig, richtig guten Klang, mit der man nicht nur Musik hört, sondern auch endlich genießen kann. Und nicht nur Musik, sondern auch mal ein schönes Abendprogramm im Fernsehen. Denn ja, die Fernseher, die wir hier stehen sehen, machen ein gutes Bild. Aber der Ton, Ralf, du weißt es selbst, ist meistens nicht so gut, oder? Ich habe das selber bei mir gemerkt, als ich meinen Flachbildschirm aufgestellt habe und dann irgendwie gedacht habe, der Fernseher ist klasse, HD. Teilweise haben Sie vielleicht sogar schon UHD-Bildqualität, aber beim Klang, da ist immer noch ein bisschen Luft nach oben. Nicht, dass die Hersteller da sparen würden und billige Boxen einbauen. Nein, das ist nicht der Fall, sondern man hat einfach keinen Platz mehr. Und vor allem die Positionierung der Lautsprecher in den modernen Fernsehern ist, ich sag mal, ein bisschen suboptimal. Entweder nach unten oder nach hinten. Schauen Sie auf Ihren Fernseher, da ist links, rechts, oben, unten, ist kein Lautsprecher. Also, wo sind die? Dort, wo sie hinpassen. Nach unten oder nach hinten. Und das ist oftmals, ich vergleiche das gerne mal, diesen Klang ist, wenn ich mich mit jemand unterhalten würde, der mir den Rücken zudreht. Genau das ist der Effekt. Und diesen Effekt, den müssen wir ausgleichen. Und das können wir sehr, sehr leistungsstark tun. Etwas kleiner und unscheinbar oder riesengroß und dann mit richtigem Sound. Kleiner fangen wir an. Hier haben wir eine Soundbar der Extraklasse, eine 3D-Soundbar. Und die hat auch noch einen externen Subwoofer, der ganz einfach angeschlossen wird, den können wir auch von der Positionierung komplett vernachlässigen, weil wo du einen Subwoofer hinstellst, das ist ganz egal, so dass es halt ins Erscheinungsbild passt. Ja, oder du versteckst ihn hinter einem Blumenkübel, das würde auch gehen. Aber der Center hier, der ist übrigens mit 8 Boxen ausgestattet, der kommt natürlich mittig, also zentral zum Fernseher, damit der Ton, der Hauptton auch daher kommt, wo du das Bild siehst. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, also das ist jetzt an alle Horrorfreunde, Sie schauen einen Horrorfilm und die Musik bzw. die Effekte, die einem ja erst Gänsehaut und dieses Kribbeln im Nacken, diesen eiskalten Schauer hier verursachen, die fehlen einfach oder kommen nicht richtig an. Dann sitzt man gerade bei so einem Horrorfilm recht gelangweilt davor. Gibt auch andere emotionale Filme, ja, PS, ich liebe dich oder Nachricht von Sam, also Ghost, all das sind so Filme, die aber auch durch ihre Melodie und natürlich auch durch den Klang und das Sounddesign leben. Steven Spielberg hat vor vielen Jahren schon erkannt, und das hat er auch öffentlich gemacht, ein großer Prozentsatz des Erfolges eines Films hängt vom Sounddesign ab. Also nicht nur von der Filmmusik, sondern auch von den ganzen Klangelementen. Und die wieder richtig ins Wohnzimmer zu transportieren, das ist die Aufgabe einer Soundbar. Und das passiert oder klappt hundertprozentig. Ich kann es Ihnen von mir garantieren. Ich habe so eine schlanke Soundbar unter meinem Fernseher stehen und die ist praktisch unsichtbar. Man sieht sie wirklich nicht, weil da fängt mein Fernseher an und dann sieht es aus, als wäre es ein Teil, aber der Klang ist phänomenal. Und wir haben jetzt hier nicht nur die Möglichkeit, mit dieser Soundbar, mit Subwoofer, hier den Fernsehton zu unterstützen. Da ist jetzt übrigens unser schöner Subwoofer. Sondern ich kann hier auch wirklich das fast schon als Stereoanlage benutzen. Entweder per Bluetooth. Viele haben ja auf ihrem Smartphone mittlerweile ihre Lieblingsmusik. Ja. Einmal gekoppelt, angeschlossen. Und dann kannst du mit 180 Watt Musikspitzenleistung jetzt schon mal richtig Party feiern mit der Soundbar. Oder man macht es ganz einfach per USB-Stick. Das geht hier auch, da ist ein Steckplatz und ich kann auch mehrere Geräte, externe Geräte anschließen über Toslink, also das ist das optische Kabel, oder natürlich auch über Klinke. Das ist hier auch möglich, sodass ich auch da nochmal Musikgenuss habe. Aber ich würde sagen, wir hören es uns einfach mal an und ich schalte sie mal ein. Und da sehen Sie mit der Fernbedienung, man muss also nicht mal nach vorne laufen, obwohl man es natürlich hier sehen, was deutlich auch manuell bedienen könnte, müssen wir aber nicht. So, einmal Fernbedienung in die Hand. Einmal eingeschaltet und schon geht's los.
So, und ich hoffe, das kommt auch nur einigermaßen bei Ihnen drüben an. Ich möchte Sie noch auf zwei Besonderheiten hier natürlich hinweisen. Erstens mal auf den Equalizer, der direkt in der Fernbedienung ist. Also Höhen und Tiefen kann ich entsprechend meinen Bedürfnissen bzw. auch der Musik, die ich höre, anpassen. Und ich habe es vorhin im Eingang schon gesagt, wir haben 8 Lautsprecher. Das heißt, hier auf der Fernbedienung haben wir eine sogenannte 3D-Taste. Da sehen wir es hier. Und dann kann ich hier einen sogenannten 3D-Sound machen. Und ich mache jetzt mal leiser hier. Ja, und aber der Klang ist toll, Mensch. Das ist ja Wahnsinn, oder? Klingt richtig gut. Ich muss jetzt natürlich hier den Infrarotsensor suchen. Aber da sehen wir es. Da ist er. So. Oder ich mache jetzt mal ganz aus. Pass auf. So. Aber alles schön angezeigt im Display. Bei Ihnen zu Hause haben Sie natürlich keine Probleme, das hier einzustellen. Es ist wunderbar und einfach. Also, jetzt die zweite Besonderheit, die ich gerade erwähnen wollte, sind natürlich diese 8 Lautsprecher und die 3D-Einstellung. Damit werden die Lautsprecher unterschiedlich angesteuert. 4 Stück pro Kanal, 4 links, 4 rechts. Und das heißt, man bekommt, egal wo man im Raum ist, einen umfassenden, einen raumfüllenden Klang. Das ist eine tolle Technologie. Gerade bei Blockbustern ist das ganz, ganz wichtig. Ich habe neulich mal wieder im Fernsehen einen Film gesehen, den ich noch aus Kindertagen, aus Jugendtagen kenne, einen sogenannten Antikriegsfilm. Ja, und zwar Wir waren Helden. Da geht es um den Koreakrieg. Die Älteren werden den vielleicht kennen. Aber da gibt es so wahnsinnige Szenen mit Hubschraubern und Ähnlichem. Und dann habe ich meine Soundbar mal richtig aufgemacht und habe auch diesen 3D-Klang eingeschaltet. Und dann hattest du wirklich das Gefühl, dass diese Hubschrauber im Film dir über den Kopf fliegen und du warst mittendrin. Ja, und das ist eben wichtig. Eintauchen wieder in das Fernsehprogramm. Aber auch jetzt ganz andere Sache, Nachrichten. Wenn man Nachrichten anschaut, dann hat man hier eine ganz andere Sprachverständlichkeit. Klar, weil ich wieder nach vorne mit Ihnen spreche und nicht gegen die Wand rede und Sie bekommen einfach nur im Prinzip das Echo von der Wand, wie es ja im Fernseher normal ist. Und nochmal, ich möchte keinen Fernsehhersteller schlecht machen. Die haben alle hervorragende Boxen drin mittlerweile, aber die Positionierung geht nicht anders als nach unten oder nach hinten. Das heißt, von den guten Lautsprechern, die da eingebaut sind, geht einfach ganz, ganz viel Qualität unterwegs verloren. Und diesen Qualitätsverlust, den gleichen wir aus durch zum Beispiel diese wirklich schlanke, einfach zu installierende Soundbar. Und dann habe ich eben wieder den Klang, der auch passt zu den fantastisch scharfen Bildern, die Fernseher heute machen. Und vor allen Dingen auch zu dem fantastischen Preis. Denn Sie wissen vielleicht selbst, was so eine Soundbar mit so einem Klang normalerweise kostet. Bei uns zum TV-Sonderpreisschnäppchen für 123,41 €. Und nochmal, auch liebe Frauen, ich kenne das selbst von mir. Ja, man ist immer nicht so begeistert, wenn der Ehemann dann wieder mit noch mehr Boxen für das Wohnzimmer kommt. Das hier ist ganz schlank, das schmiegt sich dem Fernseher an. Das sieht man gar nicht. Ne? Also das ist wirklich ganz unauffällig. Und der Subwoofer, der hier steht, der ist wirklich für einen tollen Klang zuständig. Aber den kann man auch neben dem Sofa irgendwo platzieren. Also das fällt gar nicht auf. Und für 123 €, Sie wissen das selbst, dass so eine Soundbar normalerweise richtig teuer ist. Wenn Sie auch mal einen Blick auf unseren unverbindlichen Preis werfen, die sind normalerweise sehr, sehr teuer. Deswegen können wir nur sagen, schlagen Sie zu. Die Bestellnummer ist die ZX1607 und die 569. Und der Klang ist wirklich der Kracher, oder? Der ist faszinierend und ich habe es noch keinen Tag bereut. Ich habe eher, als dass ich eine Soundbar gekauft habe, ich habe eher im Nachhinein gesagt, hätte ich doch schon viel früher haben können, diesen brillanten Klang zu meinem brillanten Bild. Schlagen Sie jetzt zu mit der Bestellnummer ZX1607 und der 569, wenn auch Sie sagen, Mensch, der Klang von meinem Fernseher, das geht ja gar nicht mehr. Dann kommt hier die Abhilfe. Und für alle, die sagen, wenn ich mir schon so etwas nach Hause hole, dann soll es das Nonplusultra sein. Bitte schön, das haben wir hier, unsere 6-Kanal 3D Soundbar. Ja, und da knie ich mich voller Ehrfurcht schon mal davor, weil das ist wirklich das Nonplusultra, was wir bei uns im Programm haben. 250 Watt Musikspitzenleistung. Sie sehen, ganz einfach zu bedienen, noch ausgeschaltet. Alles geht natürlich auch über die Fernbedienung. So sieht es eigentlich noch relativ
harmlos aus, was wir hier sehen. Ist eine richtig schöne Soundbar. Holz natürlich hier, weil da kommt immer der beste Klang raus. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit, die wir hier sehen. Und deshalb mache ich mal, und Sie sehen, das ist einfach ein Stecksystem, die Abdeckung ab. Und jetzt sehen wir die ganze Wahrheit hier. Nämlich hier insgesamt 15 Lautsprecher, die dafür sorgen, dass ich hier wirklich das allerbeste Musikgenuss habe. Hier haben wir gerade im Vorbeispielen noch einen USB-Steckplatz gesehen. Also auch hier per USB Musik hören, Bluetooth ist möglich. Und der Anschluss an den Fernseher ist unglaublich einfach. HDMI, einfach einstecken. Das Einzige, worauf Sie achten müssen an Ihrem Fernseher, da ist ein HDMI-Steckplatz mit ARC gekennzeichnet. Und diesen müssen Sie benutzen, weil Sie wissen das vielleicht, HDMI-Steckplätze im Fernseher sind alles nur Eingänge, außer der mit ARC gekennzeichnete, das heißt nämlich Audio Return Channel. Und da kommt das Audiosignal raus und dann hier rein. Und jetzt erwecken wir mal dieses Gerät zum Leben. Einmal mit der Fernbedienung natürlich und dann schalten wir mal ein und dann sehen wir, er geht jetzt erstmal auf Bluetooth, weil ich habe vorhin mal mein Smartphone verbunden, habe richtig schön Partymusik gehört. Aber jetzt machen wir hier den USB-Stick rein und den findet er auch automatisch. Und jetzt mache ich mal einen kleinen wenig lauter und Sie genießen nur diesen faszinierenden Klang. Und ich denke, schon bei so leisen Tönen kann man natürlich diese Klangqualität hier erahnen. Ich mache wieder ein klein wenig leiser. Also das wäre jetzt eine Balladenmusik. Aber plötzlich bekommt durch die Musik auch unser Stummfilm, der im Hintergrund läuft, ein Eigenleben. Das ist phänomenal. Schauen Sie sich den Sonnenuntergang an. Jetzt hören Sie gerade keine Musik, weil ich es leiser gemacht habe. Aber ich mache es noch mal lauter. Und plötzlich ist da ein ganz anderes Leben, eine Dynamik drin. Jetzt gehen wir aber mit der Lautstärke runter, weil es gibt noch so viele technische Optionen, die ich Ihnen nicht hier unterschlagen möchte. Wir sehen die 15 Lautsprecher, auch die haben einen Grund, nämlich dadurch kann ich auch einen unglaublich raumfüllenden 3D-Klang erzeugen, indem ich den einfach auswähle auf der Fernbedienung. Ich habe hier einen Equalizer ebenfalls schon voreingestellt für Musik oder für Sport oder für Nachrichten oder Ähnliches. Und jetzt möchte ich Ihnen zum Schluss noch eins zeigen, weil ich nehme jetzt einfach mal diesen wunderbaren USB-Stick mit Film, mit Filmmusik, mit getragener Balladenmusik raus und jetzt machen wir mal Party. Wenn Sie eine Geburtstagsparty oder Ähnliches planen, dann brauchen Sie keine extra Anlage mehr. Das machen Sie mit dem und das hören wir uns jetzt auch noch mal an. Achtung! Schaut euch das mal an, liebe Zuschauer. Aber es geht hierbei natürlich nicht um die Lautstärke. Es geht um die Klangqualität. Übrigens, wenn Sie eine 5.1-Anlage zu Hause haben, das Ganze ist auch noch kompatibel. Wir haben hinten die Anschlussmöglichkeiten dafür, um das als Sender dann einzubinden. Das war natürlich nochmal traumhaft. Aber ich glaube, Sie haben jetzt gerade gehört, dass nicht nur die Optik fantastisch ist, sondern der Klang. Egal, ob es leise Töne sind bei einer Ballade, bei einer schönen Liebesschnulze oder dann die lauten Klänge, wenn man nämlich mal eine Party feiert. Alles ist möglich, 250 Watt Musik, Spitzenleistung und das ist unser Spitzenprodukt. Und sowas kostet im freien Handel auch gerne mal um die 500 Euro. Man sieht das auch an unserer unverbindlichen Preisempfehlung. Aber wir haben natürlich wieder unseren fantastischen TV-Sonderpreis. Der allerdings nur 2 Stunden gültig ist, nämlich 284,91 Euro.
für unsere fantastische 6-Kanal 3D Soundbar. Sie bekommen die übrigens auch noch versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause geliefert. Natürlich mit der Abdeckung, mit der Blende. Ja, das können Sie benutzen, müssen Sie aber nicht. Da sehen Sie hier gerade noch mal mit Blende. Ich finde es klar, das ist Geschmackssache, auch schön ohne Blende. Aber das ist jetzt natürlich etwas für Musikkenner. Ne? Also es kommt nicht nur auf die Wattzahl drauf an, sondern wirklich, wir haben es hier gehört, egal ob Ballade oder auch Partymusik, das macht eben eine vernünftige Musikanlage aus, oder? Richtig. Und ich muss noch ein bisschen erweitern, weil Sie sehen jetzt gerade im Durch, AUX zum Beispiel. Ich kann über Stereo-Cinch auch externe Geräte, wie zum Beispiel einen alten Plattenspieler, Tape Deck oder ähnliches, anschließen und das ebenso mit dieser Leistungsstärke hören. Ich habe auch zwei HDMI-Eingänge, das heißt parallel zum Fernsehton könnte ich jetzt zum Beispiel auch eine Spielekonsole anschließen und dann mal so ein richtiges, schönes Videospiel, so ein Computerspiel, das man heutzutage auf den ganzen Spielekonsolen spielt, das auch noch mit fast wegblasendem Ton, dann ist das ein doppeltes Erlebnis, dann ist man nämlich mittendrin im Spiel. Aber nochmal, Hauptaugenmerk legen wir natürlich auf den Fernsehton, auf das einfache anschließen, HDMI auf HDMI ARC und schon ist es fertig und schon haben Sie dieses Klangerlebnis an Ihrem Fernseher. Und natürlich, zu guter Letzt, ist auch diese Soundbar Bluetooth-fähig. Das heißt, auch wenn jetzt mal die Kinder kommen und sagen, oh, hör mal, ich habe ein neues Lieblingslied, müssen Sie das nicht über die kleinen Lautsprecher am Smartphone anhören, sondern einmal per Bluetooth gekoppelt. Das geht, das wissen Sie, keine 30 Sekunden und dann 250 Watt Musik. Spitzenleistung. Unsere Premium Soundbar zum wirklich hervorragenden TV-Sonderpreis, übrigens auch noch Porto und versandkostenfrei. Die kann ich übrigens auch hinhängen. Also ich muss sie jetzt nicht direkt vom Fernseher stellen, das entscheiden natürlich Sie. Auch die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten finde ich toll und am besten ist natürlich der Klang. Weil damit hat man wirklich das Gefühl, man sitzt mitten im Konzertsaal, mittendrin statt nur dabei. Man kennt das ja, wenn man mal im Kino war, wie fasziniert man da eben ist. Ne? Und das ist so dieses Zusammenspiel von Bild und Ton und das ist hier perfekt, zu einem perfekten Preis von 284 Euro. Da sollten Sie bitte schnell sein. Unsere TV-Sonderpreise sind immer nur 2 Stunden gültig. Deswegen rufen Sie jetzt an, bestellen Sie sich die ZX1603 und die 560. Und wir fassen beide Soundbars für Sie nochmal zusammen. Mit dem etwas kleineren Modell haben wir begonnen. Ja, etwas schlanker, aber auch sehr leistungsstark mit externen Subwoofer, den wir hier jetzt rechts daneben ganz unscheinbar sehen. Den Center, also die Soundbar selber, kommt natürlich zentral zum Fernseher. Hier einfach anzuschließen über Klinke oder über Toslink, also ein optisches Kabel. Und auch hier 180 Watt Musikspitzenleistung. Selbstverständlich auch Bluetooth-fähig, also nicht nur Fernsehtöne, sondern auch die Lieblingsmusik entweder über Bluetooth oder auch über den USB-Stick hören. All das ist hier möglich zu unserem TV-Sonderpreis. 123,41 Euro, liebe Zuschauer. Das ist wirklich ein Kracher, der Preis. Seien Sie da bitte schnell, auch sehr, sehr beliebt, sehr stark nachgefragt als Zweitsoundbar, zum Beispiel für das Gästezimmer, für den Flachbildmonitor. Heutzutage hat man ja nicht nur einen Fernseher, ne? Viele haben vielleicht auch zwei. Eine tolle Soundbar, wirklich zu einem Wahnsinnspreis von 123 Euro. Und weil Ralf und ich gerade nicht mit den Köpfen still sind, das liegt an unserer zweiten Soundbar. Ja, und die ist jetzt ganz leise und man wirbt trotzdem mit, weil es so ein Musikerlebnis ist. Hier sehen Sie, optisch schon ein Erlebnis, klangtechnisch unschlagbar. 250 Watt Musikspitzenleistung, ganz einfach über HDMI an Ihren Fernseher anschließen und dann die Zusatzmöglichkeiten noch nutzen. Entweder Stereo-Cinch-Anschluss oder per Bluetooth oder, wie es wir hier jetzt in der Sendung gemacht haben, ganz einfach mal einen USB-Stick mit Ihrer Lieblingsmusik rein. Und dann fällt die Hausarbeit einfacher bei schöner Musik. Es fällt einem schwer, und das können wir beide jetzt im Studio bestätigen, die Füße still zu halten, selbst bei unteren Lautstärkeklassen. Und wenn man dann mal eine richtige Party feiern will, dann geht man hier ins Maximum hinein. Und das machen Sie mit der Bestellnummer ZX1603 und der 569 für 284,91 Euro. Ein Wahnsinnspreis, ein Wahnsinnsklang. Also wirklich, das muss man einmal erlebt haben. Und selbst bei uns im Studio, was ja hier sehr, sehr groß ist, kommt der Klang einfach fantastisch rüber. Und dann vielleicht auch demnächst bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer. Und das muss nicht die Partymusik sein. Das können ganz langsame Balladen sein. Das kann die Filmmusik sein. Das können die Nachrichten
Nachrichten sein, das kann Fußball sein. Damit macht Fernsehen noch mehr Spaß und Musik genießen vor allen Dingen. Und egal, ob Sie das wie gesagt über den Flachbildfernseher machen oder die Lieblingsmusik streamen per Bluetooth oder USB-Stick, Sie haben ja die ganzen Möglichkeiten. Aber erstmal müssen Sie anrufen 0180 51 51 und dreimal die 2 und sichern Sie sich die fantastischen TV-Sonderpreise.